Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung ist Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung und wählt jedes Jahr ein oder zwei Spitzenforscherinnen aus, die den Wittgenstein-Preis erhalten. 2011 wurden zwei Preise verliehen. Einer der beiden Preisträger ist der österreichische Meeresbiologe Gerhard Herndl. Zunächst einmal Gratulation zum Wittgenstein-Preis 2011, dem höchstdotierten Preis in Österreich. Wofür wird denn das Preisgeld verwendet? Ja, zuerst einmal danke für die besten Wünsche. Das Geld ist eine Menge Geld und es ist mehr, als man normalerweise für Forschungsprojekte oder so bekommt. Und das erlaubt im Wesentlichen, dass man langfristiger plant. Es geht über die nächsten 5 Jahre. Wird dieses Geld auszugeben sein? Wird im Wesentlichen verwendet, um junge Wissenschaftler anzuheuern? Und in den Projekten, in denen wir arbeiten, eben über diese mikrobielle Ökologie der Tiefsee, dass in diese Forschungsrichtung wirklich investiert wird. Für welche Interessensgruppen ist die Tiefseeforschung interessant? Die Tiefseeforschung, wobei das irgendwie komisch klingt in einem Binnenland wie Österreich, ist im Wesentlichen für eine Vielzahl von verschiedenen Forschungsrichtungen interessant, für die Umweltwissenschaften zum Beispiel, weil die Tiefsee ist einer der größten oder der größte Wärmespeicher der Erde. 80% des Gesamtvolumens des Meeres ist Tiefsee. Und diese Tiefsee spielt eine große Rolle im Klimagefüge der Erde. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in der Tiefsee nach Bakterien zu suchen? Ja, das war die letzte Arbeit, die in Science publiziert worden ist von uns, wo wir gefunden haben, dass es Bakterien in der tiefen Wassersäule, also unterhalb von 200 Meter, wo kein Licht mehr vorkommt, gibt, die dasselbe Enzym verwenden wie alle Pflanzen, die Photosynthese betreiben. In der Tiefsee finden wir etwa 10.000 Bakterien pro Milliliter. Und wir haben dort ein Nahrungsnetzgefüge, das relativ komplex ist. Bilder von spektakulären Fischen oder so aus der Tiefsee sind allgemein bekannt. Aber das sind nur die Spitze der Nahrungsnetze in der Tiefsee. Als ich irgendwo so 12 Jahre alt war, habe ich diese Filme von Jacques Cousteau gesehen, Geheimnisse des Meeres, und war davon fasziniert und wollte das machen. Das ist eine ideale Kombination zwischen Biologie, und das biologische Interesse wurde von väterlicher Seite recht früh geweckt in mir, und dieses biologische Interesse verbinden mit Tauchen und Abenteuer, das hat mich gereizt. Wie organisieren Sie Ihre Forschungsreisen? Wenn wir in der Tiefsee arbeiten, müssen wir zuerst einmal die Proben bekommen. Diese Proben bekommen wir, indem wir auf ein Forschungsschiff gehen. Und auf diesem Forschungsschiff arbeitet dann mein gesamtes Team. Wir fahren in der Regel einmal pro Jahr für einen Monat mit der gesamten Gruppe Schiff. Und dort wird dann sehr effizient gearbeitet. Da werden Proben mit Sammlerrosetten, das sind Gefäße, die man die in die Tiefe lassen kann, wo wir auf der Winde etwa 10 Kilometer Kabel haben. Das heißt, wir können bis 7000 Meter Tiefe Proben nehmen. Das passiert dann auf Knopfdruck, indem man einfach den Verschlussmechanismus dieser Flaschen auslöst und holt dann aus den jeweiligen Tiefen Wasser an die Oberfläche. Jedes Mitglied des Teams hat eine spezielle Aufgabe dann am Schiff. Und misst dann entweder Stoffwechselraten von Mikroorganismen direkt am Schiff, oder es werden Proben genommen, die dann fixiert werden oder eingefroren werden für eine spätere Analyse dann zu Hause im Labor. Zuletzt noch zu Ihrer Webseite, da gibt es Informationen für Schülerinnen und Schüler. Ja, wir haben regelmäßig, arbeiten wir mit Schulklassen, wo Vorträge gehalten werden an Schulen, wo aber auch Schüler herkommen, um reinzuschnuppern, was Meeresbiologie ist. Das machen wir regelmäßig, wo auch ein bisschen eigenständige, kleinere Forschungsprojekte oder so einfachere Forschungsprojekte bearbeitet werden. Aber es geht im Wesentlichen darum auch
zu vermitteln, dass das, was man gemeinhin unter Meeresbiologie versteht, nämlich Walforschung oder Korallenriffforschung, dass es mehr ist, Meeresbiologie, als sich rein auf Delfine streicheln oder Walforschung zu konzentrieren, sondern dass es auch eine Vielzahl von kleinen Organismen im Meer gibt, die sehr vielfältig sind, die sehr, auch sehr wichtig sind. Und das wollen wir vermitteln im Prinzip schon von den Schülern weg, von den Mittelschulen und den Pflichtschulen weg.